Willkommen! Diesmal soll es um die Huawei Kamera-App gehen und die 10 besten Tipps zu dieser Kamera-App, da sich im Grunde genommen niemand mein Huawei Mate XS Video zur Kamera angeschaut hat, habe ich mir gedacht, so fasse ich das alles so ein bisschen etwas mehr zusammen und präsentiere euch eben die 10 besten Tipps mit der Huawei Kamera-App, die man unter anderem mit dem Mate XS, P30, P30 Pro oder auch Mate 30, Mate 30 Pro und P40, P40 Pro und wie sie alle heißen, machen kann. Viel Spaß bei meinen Top 10 Kameratipps. So, jetzt wollen wir also uns mit dem ersten Tipp beschäftigen und das ist der Blendenmodus. Wenn ich mal hier in den Blendenmodus wechsle, seht ihr, croppt das so ein bisschen rein, es zoomt hinein. Ich kann aber auch auf die einfache Kamera gehen. Und das sorgt halt eben für einen Unschärfeeffekt im Hintergrund. Ich kann auch hier die Blende eben einschalten. Das Tolle ist aber, ich habe nicht nur die Möglichkeit, ein Foto aufzunehmen, sondern auch ein Video. Dazu tippe ich hier auf dieses Videosymbol und kann dann auch ein Video aufzeichnen. Und da sollte man natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit der Blende. Also ich gehe hier maximal runter auf 1,4 eventuell. Das ist dann also etwas größer als die Standardblende, die das Objektiv sowieso hat und liefert mir noch akzeptable Ergebnisse. Ihr könnt ja mal selber schauen, wie das Ganze im Videomodus aussieht. So, jetzt eine Aufnahme mit Blende 1,4 und dem Blendenmodus. Und dort hat man wirklich die Möglichkeit, 1,4 einzustellen. Die Standardkamera, das ist die hier, die nutzt ja normalerweise die Blende 1,7 und mit 1,4 kann man halt eben noch einen größeren Background Blur schaffen und ihr seht es im Hintergrund nichts, es sieht sehr hell aus hier. Es ist am Regnen, deshalb bin ich nicht draußen unterwegs, sonst hätte ich das draußen gemacht. Ansonsten, wenn ich mich mal so drehe in die Richtung, dann sieht man hier so ein bisschen einen Ansatz von der Küche. Aber ja, das ist dank dieses Background Blurs sicherlich dann auch ein bisschen verwischt. 1,4 ist, glaube ich, das geringste, was ich gehen würde mit dieser Blende. Weil wenn ich es weiter öffnen würde, die Blende, das heißt auf 1 irgendwas gehe oder sogar noch auf 1,2 gehe oder sowas, dann wird einfach dieser Effekt, der einfach berechnet ist mithilfe von Software, dieser Background-Effekt, der wird einfach zu unrealistisch. Und ihr werdet jetzt auch schon sehen bei diesem Video, das ist noch nicht ganz perfekt. Die Erkennung des Randes meines Gesichtes und gerade den Haaren, wo der Unschärfeffekt stattfinden soll, ist noch nicht perfekt. Aber es ist brauchbar in einigen Situationen, würde ich mal behaupten, und kann da eventuell fürs Vloggen durchaus etwas besser geeignet sein. Aber will man das wirklich machen oder ist eben der normale Sensor nicht schon gut genug fürs Vloggen mit eben der 1,7er Blende? Schreibt es mir in die Kommentare. Tipp Nummer 2 ist der Lichtmalerei-Modus. Den gibt es nämlich unter Mehr. Dort haben wir die Möglichkeit, den Lichtmalerei-Modus auszuwählen. Und es gibt vier verschiedene Modi, die man auswählen kann. Einmal Lichtspuren, das ist, wenn man die Scheinwerfer von einem Auto in der Nacht verfolgen möchte. Oder Lichtgraffiti, das ist das, was ihr im Hintergrund hier gerade seht, was ich gemacht habe. Seidiges Wasser ist, wenn man diesen super smoothen Wasserfall haben möchte. Und Sternspuren, wenn man eben Sterne und dessen Bewegung fotografieren möchte. Ich zeige euch aber jetzt mal, was ich alles mit Lichtgraffiti gemacht habe. Tipp Nummer 3, AR-Objektiv. Dazu gehen wir aus der Lichtmalerei raus, gehen auf Mehr und wählen unter Mehr einfach AR-Objektiv aus. Das wechselt in die Frontkamera und jetzt könnt ihr mich hier sehen mit eben dem AR-Objektiv und meinem Lieblingsavatar, den ich hier gewählt habe. Und wie ihr seht, der reagiert auch auf meine Augenbrauen, auf meinen Mund, leider nicht auf meine Zunge, aber auf meine Mundbewegungen. Und ja, damit habe ich die Möglichkeit, jetzt hier Fotos aufzunehmen. Ich kann natürlich das Ganze auch ausschalten, dass der Hintergrund nicht aufgenommen wird,
So wird eben nur mein Gesicht aufgenommen. Was haltet ihr eigentlich von dem Podcast, wenn ich den so aufnehmen würde? Schreibt es mir mal in die Kommentare hinein. Ansonsten ist das nicht das Einzige. Ich kann hier also verschiedene Objektive auswählen. Oder ich kann auch auf Gesteneffekte setzen. Und dann kann ich solche Effekte machen, wie zum Beispiel, dass es regnet oder dass es schneit oder dass der Regenbogen kommt. Donner und Zzz. Und natürlich auch für alle Verliebten gibt es sowas hier. Das hier funktioniert nicht, doch. Ihr seht, das sind also so ein paar Spielereien, die man machen kann. Und man hat auch die Möglichkeit, nicht nur Fotos damit zu machen, mit diesen Effekten, sondern auch Videos aufzunehmen. Dazu wieder hier das Videosymbol anklicken. Und dann ist man im Videomodus. Und wenn man hier drin ist, kann man nur Videos aufzeichnen natürlich. Aber hier kann man das Ganze eben auch für Videoeffekte verwenden. Und ich bin mal gespannt, ob es vielleicht noch ein paar weitere Effekte geben wird, um sowas machen zu können. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wie ich finde. Gehen wir mal raus hier und kommen wir zu Tipp Nummer 4, was Unterwasseraufnahmen angeht. Denn das Mate 30 Pro oder das P30 Pro sind wasserdicht. Das heißt, die haben auch die Möglichkeit, Unterwasseraufnahmen zu machen. Dazu gehen wir wieder auf den Meerreiter und klicken auf Unterwasser. Dann gibt es noch eine Information hier. Nutzen Sie ein wasserdichtes Gehäuse von Huawei für die Unterwasserfotografie. Einige Smartphones sind bis zu einem gewissen Grad ja sowieso schon wasserdicht, aber in dem Fall sollte man tatsächlich wirklich darauf Wert legen, nicht allzu tief damit zu tauchen. Und dann sage ich einfach zulassen und dann kann man eben ja, Unterwasserfotos damit schießen. Dazu muss man halt eben dieses spezielle Gehäuse haben, um diese Fotos machen zu können. Und zum Beenden kann man hier gedrückt halten und dann wird dieser Modus auch beendet. Also auch eine spannende Idee. Tipp Nummer 5 ist die Superzeitlupe. Die finden wir auch unter Meer. Und dort haben wir eben die Möglichkeit, die Zeitlupe auszuwählen. Und ihr wisst ja, beim Mate 30 Pro habe ich nicht nur die 960 Frames pro Sekunde wie beim P30 oder beim Mate XS, sondern ich kann sogar weiter hochgehen auf 256-fache Verlangsamung. Aber so weit will ich dann nicht gehen. Ich lasse es mal bei 32, weil dann kriegen wir auch Full HD Auflösung für die Videoaufnahme. Alles andere würde dann weiter runter auf 720p oder sogar noch weiter runter gehen. Schauen wir uns mal an, was damit alles so gelingen kann. Der nächste Tipp, Tipp Nummer 6, ist die Audiosteuerung. Gehen wir mal hier raus und das ist das erste Mal kein Modus, den man auswählen kann, wo einige jetzt sagen, das ist doch kein wirklicher Tipp. Gehen wir in die Einstellungen hinein, können wir dort ganz einfach die Audiosteuerung einschalten. Und wenn ich die einschalte, kann ich sagen, beim Fotografieren Cheese sagen. Und das soll dann so aussehen. Ihr seht, hier ändert sich der Auslösebutton in einen sich bewegenden Button, der auf meine Kommandos hört. Und ich sage einfach mal Cheese. Und ihr seht, er hat ein Foto geschossen. Ähnlich funktioniert noch eine andere Steuerung. Dazu gehen wir wieder in die Einstellungen und kommen wir zu Tipp Nummer 7. Fotos aufnehmen, wenn Personen lächeln. Ihr kennt das Problem, dass manchmal Personen einfach weniger lächeln. Und da macht es vielleicht Sinn, mal ein Foto aufzunehmen, wenn sie gerade lächeln. Fotos bei Lächeln heißt diese Option hier. Die kann man ganz einfach aktivieren. Und dann gehen wir mal zurück. Und jetzt wähle ich mal die Frontkamera aus. Und ihr seht, weil ich sowieso dauerlächle, hat es direkt ein Foto geschossen. Direkt drei Fotos geschossen. Sind nicht die allerbesten, aber hier seht es, hat es mich irgendwie beim Lächeln doch erwischt. Und naja, hier nicht so ganz.
es funktioniert mal mehr oder weniger, wie man hier sehen kann. Dann die nächste Option, Tipp Nummer 8, Ultraschnappschuss im gesperrten Zustand. Zeige euch hier unter, nee, es ist nicht unter mehr, es ist unter den Einstellungen zu finden. Dort gibt es den Ultraschnappschuss. Wenn ich nämlich da drauf drücke, hier Leiser-Taste zweimal im ausgeschalteten Zustand drücke, dann wird ein Schnappschuss gemacht. Das mache ich mal, demonstriere ich mal, ausgeschalteter Zustand. Und jetzt drücke ich hier zweimal auf die Leiser-Taste und es wird sofort ein Foto geschossen, wie man hier sehen kann. Es ist in dem Fall nicht gelungen, das Foto, weil ich meine Hand davor hatte. Aber ihr seht, das funktioniert. Das ist eine Funktion, die beim Mate 30 Pro leider nicht funktioniert, weil es keine Leiser-Taste hat. Aber bei der P30er-Reihe, P40er-Reihe und beim Mate XS funktioniert das durchaus. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 9, das ist der Pro-Mode. Der ist relativ einfach zu benutzen, dazu gehen wir hier in den Pro-Modus hinein. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, ganz einfach zu sagen, okay, was kann ich alles einstellen? Ich habe die Möglichkeit hier einzustellen, wie das Metering aussehen soll, also die Belichtung. Woran soll sie sich orientieren? Die ist standardmäßig hier auf das, glaube ich, eingestellt. Ich kann aber auch sagen Spot Metering, ihr seht, das ändert so ein bisschen. Oder tatsächlich, also Spot oder Mitteln betont. Und das ist, glaube ich, Matrix. Also es versucht, von dem ganzen Bild den Grauwert rauszurechnen und dann die optimale Belichtung hinzukriegen. Aber gerade wenn es darum geht, zum Beispiel Gesichter zu fotografieren und die nicht erkannt werden oder Objekte zu fotografieren, die vor einem hellen Hintergrund sind, ist das vielleicht nicht die beste Option. Und da könnte Spot Metering besser sein, weil da kann man sich einfach den Spot auswählen, den man fotografieren möchte und die Belichtung ändert sich dann an der Stelle für den jeweiligen Spot, den man angeklickt hat. Ihr seht, hier wechselt das hin und her, je nachdem, wo ich draufklicke. Dann habe ich noch die Möglichkeit, ISO einzustellen. Das lässt sich hier frei wählen. Ihr seht, es gibt sehr hohe ISO-Werte, die ich einstellen kann. Bei Mate 30 Pro, bei euren Geräten kann das eventuell unterschiedlich sein, je nachdem, was für ein Gerät ihr jetzt habt. Dann kann ich noch die Verschlusszeit einstellen. Ihr seht, damit kann ich natürlich auch einen besseren Effekt schaffen. Je niedriger die Verschlusszeit, desto heller wird das Bild, aber desto verwackelter kann es durchaus sein. Ich empfehle für Action ein 250stel etwa auszuwählen. Das ist dann wirklich, dann kriegt ihr richtig schnelle, gute Fotos. Dazu müsst ihr das ISO vielleicht ein bisschen was runterdrehen, auf 100, auf 50 eventuell. Und ja, das ist die Möglichkeit, die es gibt. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, normalerweise eine Blendenkorrektur zu machen. EV ist jetzt gerade ausgeblendet, ich weiß nicht warum. Oder ihr könnt in AFC wechseln und da habt ihr die Möglichkeit, den Autofokus einzustellen. Falls ihr keinen kontinuierlichen Autofokus haben wollt, könnt ihr das hier einfach umstellen. Ihr könnt einfach sagen, okay, ich möchte einen Single-Autofokus haben, also nur jeweils auf das Objekt fokussieren, was ich gerade angetippt habe. Oder ich mache das Ganze manuell und dann kriege ich hier so einen Slider und kann dann eben manuell den Fokus setzen, wenn ich also einen unscharfen Effekt erzeugen möchte oder eben den Fokus gar nicht verändern möchte in einem Video beispielsweise, weil der Abstand immer gleich ist. Oder auch bei Fotos, weil der Abstand immer gleich ist, kann ich zum Beispiel für Street Photography einfach sagen, okay, ich weiß, der Abstand ist etwa so weit, weil das etwa sind, was weiß ich, 1 bis 2 Meter oder 3 Meter. Und das möchte ich gar nicht verändern. Ich möchte nicht, dass, wenn ich drauf drücke, der nochmal fokussiert, bis er das Foto geschossen hat, sondern ich möchte dann direkt, dass das Foto geschossen wird. Das ist wirklich eine gute Sache. Dann kann man auch den Weißabgleich einstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den einzustellen. Ihr seht hier, da ändert sich jeweils auch mein Farbspektrum. Und ich kann hier sogar die Kelvin-Zahl manuell eingeben, also genauso wie bei einer Profi-Kamera. Schön ist, dass dieser Pro-Modus nicht nur für Fotoaufnahmen, sondern auch für Videoaufnahmen gilt. Hier seht ihr also wieder den Videomodus. Wenn man da drauf drückt, kommt man in den Videomodus und hat dann auch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Das, was leider wegfällt und was vielleicht wichtig wäre, wäre der Shutter Speed, also die Verschlusszeit. Die kann man hier leider nicht einstellen, aber ansonsten hat man im Grunde genommen wie im Fotomodus die gleichen Einstellungsmöglichkeiten. Und hier haben wir jetzt auch EV, also die Möglichkeit, den Weißabgleich manuell zu machen. Nicht den Weißabgleich, sondern die Blendenkorrektur zu machen, glaube ich, so heißt das Ganze.
Und den Weißabgleich kann man hier auch nochmal einstellen und AFC, MV kann man hier auch einstellen. Also das ist das, was ich euch empfehlen würde, falls ihr Videos beispielsweise von einem Display oder sowas abfilmen wollt und der Spiegeleffekt manchmal euch im Fokus reinbringt, dann empfehle ich hier wirklich manuellen Fokus einzustellen. Benutze ich auch manchmal, wenn ich sowas filmen möchte. Das ist also der Pro-Modus und das ist so ein bisschen Tipp 9 und 10. 9 eben, dass man damit auch Fotos machen kann und 10, dass man damit auch Videos machen kann. Dann noch ein Zusatztipp vielleicht für einige, die es nicht wissen. Es gibt immer die Möglichkeit für den Videomodus Farbprofile auszuwählen. Leicht Standard ist normal, aber wir können auch das Ganze lebhafter machen, weil wir es lebhafter gestalten wollen. Wenn wir Kinder aufnehmen, wenn wir Gesichter aufnehmen, macht es Sinn, samtig auszuwählen, weil das so ein bisschen, ja, das Gefühl so ein bisschen was anders macht im Bild. Es wird alles ein bisschen was sanfter, etwas softer gemacht und das hat man für Gesichter und Personenaufnahmen immer sehr gern. Ich sollte, glaube ich, das auch beachten, wenn ich in Zukunft Fotos oder Videos von mir selber aufnehme, vielleicht in diesen Modus zu wechseln, weil das so ein bisschen was, ja, es sieht einfach ein bisschen was besser aus, wenn man Personen damit filmen möchte. So, das waren jetzt meine 10 plus 1 Tipps. Es müssten ja immer, ich bin ja ein Jeck aus Kölle, es müssen immer 11 Tipps sein. In dem Fall habt ihr gemerkt, es waren 11 Tipps. Und das war's für diesen Podcast. Das war's für die 11 Tipps. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.